Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Rachfall. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Felix Leber und in diesem Video möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie Ihr Android-Device an Office 365 anbinden können. Dazu rufen wir uns erstmal alle Apps auf mit dem Klick auf Menü. Nun scrollen wir zum Punkt E-Mail, was wir uns direkt mal auf den Desktop legen, indem wir das E-Mail-Fenster gedrückt halten und uns dorthin ziehen, wo wir es haben möchten. Nun können wir es einmal hier heraus starten. Jetzt einmal tue. Ich habe jetzt bisher schon zwei Exchange-Konten eingerichtet, welche ich gerade hier auf dem Screen sehen kann. Um ein weiteres einzurichten, drücke ich den Hard-Menü-Button auf dem Handy, womit sich dieses Menü öffnet und nun kann ich Konto hinzufügen sagen. An diesem Punkt muss ich die E-Mail-Adresse eingeben, die natürlich bei Office 365 hinterlegt ist. Das wäre bei mir f.leber@himmlische-it.de und das dazugehörige Passwort muss natürlich auch eingegeben werden. Das ist in meinem Fall gerade hier einmal ein Standardpasswort und ich klicke hier auf manuelle Einrichtung. Hier bei diesem Kontotyp handelt es sich um ein Exchange-Konto, da Office 365 Exchange Online nutzt. Und wähle diesen Punkt aus. Der Benutzername ist in der Regel ebenfalls die E-Mail-Adresse. Diese hätten wir uns auch eben kopieren können. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich tippe sie einfach nochmal ein. -it.de. Das Passwort hat er schon übernommen. Nun hat er für uns einen lokalen Server eingetragen. Das passt hier nicht, da wir ja in der Cloud sind und der Server dafür lautet bei Office 365 m.outlook.com. Hier muss der Haken gesetzt sein, bei sichere Verbindung verwenden und wir können auf Weiterklicken. Nun werden die Einstellungen überprüft und gleich sollte eine Sicherheitsmeldung aufploppen, in der wir bestätigen müssen, dass der Server ActiveSync-Verwaltungsrechte benutzen darf. Das heißt so viel, dass über ActiveSync Regeln verteilt werden dürfen, die auf dieses Handy angewandt werden können. So zum Beispiel, dass das Handy durch ein Passwort jedes Mal gesichert werden muss, wenn der Bildschirm ausgeht oder sonstige Späße. Das bestätige ich mit OK, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Im nächsten Fenster können wir die Häufigkeit des E-Mails-Abrufs einstellen. Das lasse ich hier auf Push, also dass die E-Mails eintreffen, wenn sie wirklich eintreffen auf dem Server. Umfang der Synchronisation stelle ich meistens auf eine Woche. E-Mails standardmäßig von diesem Konto senden hake ich nicht an, weil mein Standardkonto ein anderes ist. Benachrichtigung möchte ich haben, Kontakte möchte ich synchronisiert haben und den Kalender ebenfalls. Das bestätige ich mit Weiter. Und nun können wir dem Konto noch einen Namen mitgeben. Das nenne ich jetzt einfach mal Office 365 und bestätige das Ganze mit Fertig. Nun dürften wir im Posteingang landen von dem neu angelegten Konto. Wir sehen auch oben rechts an dem kreisenden Kreis, dass der gerade aktualisiert. Und wir schauen mal, was passiert. Da wurden auch schon ein paar Mails synchronisiert. Auf diesem Konto habe ich noch nicht relativ viele, wie man sieht. Und wir können das Ganze auch nochmal testen, indem wir in meinen Kalender schauen, denn ich habe mir für morgen, also den 17. Juni, einen Kalendereintrag auf 0 Uhr gesetzt. Am Donnerstag habe ich nichts.
Jetzt gehe ich nach Freitag mit einem Wisch nach links und da kann ich sehen, um 0 Uhr Testeintrag für Android. Also die Synchronisation des Kalenders hat ebenfalls funktioniert. Ja, so viel von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.